Gib dir mal einen Tipp, ne? Wenn du die so hältst und dann so machst, einfach geht's schneller. Das war genau falsch rum abgeschnitten. Knoblauch in Olivenöl, dann das Ding auf dem Grill. Ist ein Traum. Oh, der sieht aber gut aus mittlerweile. Naja, logisch. Was hast du denn erwartet? Alter, aber richtig am Burn hier. Oh, die hat eine richtig gute Konsistenz dafür. Oh, je, 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 je. Das hier sind super saftige Chicken Wings mit einer Whisky Glaze und Coleslaw. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für den Coleslaw schälen wir die Karotten mit einem Sparschäler runter, sodass richtig hauchdünne Scheiben entstehen. Gib dir mal einen Tipp, ne? Wenn du die so hältst und dann so machst einfach, geht's schneller. Ja, mit einem Sparschäler so zu machen, ist clever. Da muss ich es ja falsch rum machen. Der hat nur in eine Richtung eine Klinge. Den Tipp würde ich dir jetzt mitgeben. Mach doch mal. Ah, gut, ist. Ja, gut, mal, nein. Das Problem ist, ich bin halt kein Linkshänder, weißt du? Nee, wir wissen doch alle, dass im Studium heutzutage nichts nicht mehr wert ist. Ja, mit linker aber Hand. Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Weil ich ein Dover bin. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so schnell schaffe, eine Karotte zu schälen. Man braucht halt mal eine Assoziation mit Dingen, die man tut, Hannes. Jetzt bin ich doch wieder an dich erinnert. Was machst du da? Ne? Was hast du da? Aber ganz andere Gedanken im Kopf. Den Spitzkohl schneiden wir von der Spitze an in circa halbe Zentimeter breite Streifen runter. In einer Schüssel mischen wir einen Becher Schmand, 4 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer und etwas Zucker zusammen und geben die Masse in die Schale mit dem Coleslaw. So, ich habe Salz, Pfeffer und auch ein bisschen Zucker, wie erwähnt, hier dran gemacht. Mische hier einmal ordentlich durch. Klassisch in so einem American Coleslaw nimmt man ja Buttermilch auch. Und so haben wir auch ein Rezept bei uns auf der Seite selbstverständlich. Dieses hier übrigens auch, das habe ich von unserer eigenen Seite geklaut. Das Ganze rühren wir vorsichtig um und können es nach circa 1 bis 2 Stunden abschmecken. Kleiner Tipp an der Stelle, noch besser schmeckt es, wenn ihr es mindestens 5-6 Stunden ziehen lasst. Wir brauchen Knoblauch für unsere Glaze und dafür wird der Knoblauch einfach oben die Kappe abgeschnitten, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer in den Grill gestellt, indirekte Hitze für 1/2 Stunde, damit er richtig schön durchziehen kann. So, ich schneide nur die Kappe hier ab von der... Das war genau falsch rum abgeschnitten. Oh nee. Egal, er macht nichts. Oh Gott. Aber hey, nein. Halt. Du verkaufst das richtig. Nee, natürlich. Du steckst diesen. Du darfst gar nicht erzählen. Ich hab schon durchgespielt. Du wolltest doch. Also ganz normal, so schneidet man das ab. Ja, klar. Dann kommt der Piedel hier unten drunter. So, dann wird da so durchgesteckt, ne? Geht ja nur darum, dass der Knoblauch auf dem Grill hält. Kommt da ein bisschen Olivenöl oben drauf. Das ist übrigens eine Sache, das könnt ihr für viele andere Rezepte auch benutzen. Empfehle ich euch sehr. Auch diese Streueinsätze sind aber auch gut, ne? Muss man sagen. So, indirekt auf den Grill packen und einfach liegen lassen. Erstmal für 1/2 Stunde. Nehmt euch jetzt die Chicken Wings zur Hand. Falls die noch nicht getrennt sind, dann teilt sie bitte im Gelenk, sodass ihr 2 Teile aus einem ganzen Flügel bekommt. Rubbt sie mit einem Rub eurer Wahl. An unserer Stelle empfehlen wir euch natürlich unseren Barbecue Smokey. Der passt hervorragend zu Hühnchen. Das Ganze dann für circa 30 Minuten indirekt grillen bei ungefähr 200 Grad. Bei Hähnchen sei euch gesagt, kauft immer was Vernünftiges ein. Dann ist das Ergebnis auch deutlich besser. Wir haben auch ganz oft diese Kikok-Hühner und so, die wir benutzen. Genau, auch Bio-Maispolade auch. Ist nicht ganz so gelb wie dieses Kikok, aber ist auch Maispolade. Dann kann man hier am Gelenk, wenn man richtig durchkommt, weil ich, das ist eine Sache, die ich auch immer falsch mache, kann man das jedenfalls zerteilen. Das war jetzt wirklich das Gelenk in dem Fall. Da seht ihr das mal. Stimmt. Ne, so muss es alle aussehen. Sonst gibt es scharfkantige Knochen, muss man am Essen ein bisschen aufpassen. Was? Traditionell Smoky ganz. Ja, auf jeden Fall. Easy, ne? Also wenn es ein Gewürz gibt, was man für Chicken nehmen sollte, ist es Smoky. Das ist auf jeden Fall fürs Chicken genau das Richtige. Schön Smoky drauf. Wunderbar. Durchmengen. Wunderbärchen. Geil. So, jetzt legen wir es auf den Grill. Der Grill ist eingestellt auf ungefähr 200 Grad. Ja, und jetzt wird indirekt platziert. Das heißt, in der Mitte sind die Brenner aus. Das bedeutet auch, dass wir da dann indirekt grillen. Ja? Zack. Das ist übrigens, kann man vielleicht auch, also hätte man sich auch denken können, ne? Aber ist auf jeden Fall auch Sponsor des Streams heute. Evermann. Der ist ja auch in sehr vielen Supermärkten erhältlich. Und dadurch wird es auch ein bisschen greifbarer. Und könnt ihr mal gucken, wenn ihr Bock drauf habt. Online könnt ihr den auch bestellen. Müsst natürlich Alter nachweisen und so. Aber funktioniert. Grüße gehen raus. Schöner Single Malt. Habe ich früher schon bei meinem Vater nur dran gerochen, am Single Malt. Mhm. Was stellst du fest? Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Ich habe auch eine fruchtige Note in der Nase die ganze Zeit. Mhm. Aber ich glaube, es kommt vom Geschirrspültab. Nee. Du musst mal die hintere Nase nehmen. Ich gebe mir die hintere Nase, ich probiere es einfach. Schön die Hinternase, nicht die vordere. Oh, mild. Sehr angenehm zu trinken. Ja, finde ich auch. Jetzt geht's an die Glaze. Das ist ganz wichtig für dieses Rezept. Ihr braucht einmal unsere Sweet and Sticky Barbecue Soße. Dann nehmt ihr den Knoblauch vom Grill, schneidet den schön klein oder matscht ihn klein, gebt ihn mit dazu, etwas Sojasauce und ganz wichtig, den Evermann Whisky, weil mit dem werden wir das Ganze schön flambiert. Bitte passt drauf auf, euch dabei nicht zu verbrennen. Und ganz wichtig auch,
An der Stelle ist das Rezept nicht mehr für Kinder geeignet. Sprich, wenn ihr Kinder da habt und die es essen sollen, dann bitte den Whisky einfach weglassen. Oh, der sieht aber gut aus mittlerweile. Naja, logisch. Was hast du denn erwartet? Also folgendes, jetzt quetscht ihr ihn nochmal aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es klappt. Ich hoffe es. Oha. Oh, das geht aber besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Ich auch. Oh, Alter, riecht mal wirklich ohne Scheiß. Der riecht brutal gut. Und das Geile ist, wenn der Knoblauch so gebacken ist im Öl, verliert der nicht seinen Geschmack, aber diesen Nachgeschmack, der man aus dem Hals riecht, sag ich mal. Du kriegst halt eine massive Fackel später. Na gut, ich weiß nicht, was du vorhast, aber das ist schon ganz schön viel Knoblauch, würde ich sagen. Ja, machen wir jetzt nicht alles rein. Brauchst gar nicht schneiden, oder? Nö, aber ich mach noch mal so ein bisschen feiner. Eine Paste schon. Das ist jetzt schon eine Paste. Mal genau darauf wollen wir das auch. Das Brett wird jetzt für immer nach Knoblauch riechen, vermute ich. Ja, der verliert ja seinen Druck. Die ist aber wichtig, die Paste. Jetzt machen wir unseren Glaze. Und ihr seht, die ist sweet und sticky und hat so eine Konsistenz, dass sie schön kleben bleibt, schön haften bleibt. Das ist auch wichtig. Dazu noch ein bisschen Soja. Leichte Salzigkeit. Mm. Dann unseren Knoblauch. Ich mache jetzt da wirklich nicht ganz so viel rein. Ihr könnt das ja ein bisschen dosieren für euch dann, ne? Wie viel ihr da rein haben wollt. Soja ist schon drin, ne? Und umrühren erstmal, ja. Ich habe übrigens extra Salzreduzierte gekauft, damit es nicht zu. Naja, ist genau richtig. Ne? Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen mehr Soße sogar nehmen. Soja? Ja, ich überlege gerade. Obwohl, warte mal, der Whisky kommt auch noch dazu. Ja, stimmt. Haben wir Feuerzeuggriff bereit? Oh ja, warte mal. Jetzt werden wir eine Runde flambieren. Ich gebe es rein, Hannes zündet an. Aber ich habe ein Sicherheitsfeuerzeug genommen. Dafür muss es noch ein bisschen heißer werden, warte. Fangen wir erstmal klein an. Okay, und bitte. Und. I still burn like the sun. Ihr müsst mal gucken, wie viel ihr an Geschmack reingebt. Weil ihr habt natürlich auch dann noch eine leicht torfige Note zusätzlich mit drin. Ich glaube, ein Schluck kann da noch rein, oder? Ja, warte, sollen wir mal probieren? Ich kann ja mal einmal eine Gabel reinditschen. Und natürlich, in dem Fall ist es natürlich auch nicht mehr für Kinder. Ne? Wenn jetzt Kinder da hat und sagt, ich will jetzt essen, dann lass bitte den Whisky weg. Weil er wird nicht vollständig verbrennen. Mm, oh, mach nochmal einen Schluck rein. Ist schon gut. Boah, ist aber geil. Jo, das war aber. Ja, ich glaube, wir brauchen ein bisschen. Weil der Alkohol muss erstmal burnen. Oh, da brennt schon von sich aus. Alter, aber richtig am Burn hier. Geil. Ja, so muss es kurz aussehen, das passt. Oh. So muss es aussehen, das passt, sagt er. Jetzt hast du erst die richtige Hitze drauf. Nee, also so sollte es immer aussehen. Das würde ich auch in der halben Stunde. Ja, aber ist geil. Super. Ja, ist wirklich cool. Boah, ist aber auch richtig lecker, ne? Geil. Das hätte schon meinen Segen, glaube ich, was ich hier sehe. Ich kann noch mal Folgendes machen. Ich grill es noch mal kurz direkt an. Weil, dass das gleich lecker schmeckt, dafür würde ich mich verbürgen. Weil ich glaube, wenn man nur Dinge hat, die lecker sind, dann kann es nicht schlecht schmecken. Es geht einfach nicht. Das ist eine Grundregel. Danach können die Wings in eine Schüssel gegeben werden und mit der Glaze übergossen werden. Einmal durchschwenken und optional kann auch noch ein bisschen gerösteter Sesam drüber. Schmeckt wirklich fantastisch. Und jetzt kommen die Dinger hier rein. Zack. Achtung, ich kipp die jetzt hier rüber. Jo, das ist sie. Oh, die hat eine richtig gute Konsistenz dafür. Oi, 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 oi. Diese Stille dabei beim Soßekippen. Na klar. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich mich vollklecker, weißt du? Ist egal. Das ist nur dein Oberteil. Oh, Hammer. Ist nicht schlimm. Guck mal. Sieht richtig gut aus. So, Freunde. Mega. Hör das an. Ich probiere noch mal final den Coleslaw. Okay. Coleslaw. Ah, das schmeckt fantastisch, wirklich. Also. Bisschen Salz. Das schmeckt fantastisch. Mm. Aber es war zu warm. Coleslaw geht auch schon durch den TÜV, fehlt nur ein bisschen Salz. Habe ich gerade rangemacht, noch einmal durchmengen und dann würde ich nämlich mal was auf den Teller machen. Soll ich da drauf betten oder davor? Doch, davor, keine Ahnung. Oh, ich habe mir was in der Sinnung gemacht. Geil. Leute, was sagt ihr? Sieht gut aus, oder?
Freunde, hier sind unsere Chicken Wings mit der Whiskey Glaze und dem Coleslaw. An der Stelle kann ich sagen, wenn der noch ein paar Stunden ziehen kann, ist er noch geiler. Aber auch so nach anderthalb Stunden schmeckt er wirklich schon sehr, sehr gut. Kann ich euch nur empfehlen, nachzumachen. Wir freuen uns wie immer über einen Daumen nach oben. Gerne dürft ihr uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.